Heute bei TMTV schauen wir hauptsächlich auf Real Madrid. Die Königlichen haben in diesem Sommer ja keinen Cent für Neuzugänge ausgegeben, aber dafür mehren sich die Berichte, dass Real Madrid im Sommer 2021 dann so richtig angreift auf dem Transfermarkt. Da gibt es Gerüchte um Mbappé, um Haaland, um Reyna, auch um Kanté. Und wir beschäftigen uns auch damit, wie Real denn spielen könnte in Zukunft und haben außerdem noch ein Marktwert-Update der Ligue 1 für euch. Und dann starten wir doch gleich mit den Gerüchten um Real Madrid. Wie gesagt, kein einziger Cent für einen Neuzugang in diesem Sommer. Könnte sich dann im nächsten Jahr ändern mit einem Großangriff auf dem Transfermarkt. Ganz oben auf der Liste steht wohl Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain. Laut der Sunday Times hat der Franzose die PSG-Verantwortlichen bereits darüber informiert, den Club am Saisonende trotz seines Vertrags bis 2022 verlassen zu wollen. Sollte das aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen zum Beispiel bei der Ablöse nicht klappen, könnte angeblich Erling Haaland von Borussia Dortmund in den Fokus der Madrilenen rücken. Wie die Marca berichtet, soll der Norweger Plan B des spanischen Meisters sein. Der 20-Jährige hat in dieser Saison in 5 Pflichtspielen für den BVB bereits 5-mal getroffen und jüngst seinen ersten Dreierpack für die norwegische Nationalmannschaft geschnürt. Haaland hat in Dortmund noch einen Vertrag bis 2024. Ab Sommer 2022 soll er über eine Ausstiegsklausel verfügen. Doch Haaland ist laut dem Blatt nicht das einzige BVB-Ziel, das der spanische Meister im Blick hat. So soll Real auch Interesse an Giovanni Reyna haben. Der 17-jährige Shootingstar steht wohl nicht ganz oben auf der Prioritätenliste, könnte aber doch ein Thema werden in Spanien. Reyna gehört ja zu den Stammkräften in dieser noch jungen Saison. Beim BVB bringt es wettbewerbsübergreifend bereits auf 5 Einsätze. Und da gelangen ihm 2 Treffer und 4 Assists. Aber der BVB will natürlich auch mit Reyna verlängern und möglichst langfristig. Das hat Michael Zorc betont. Das Problem ist, Reyna ist noch minderjährig. Das ändert sich dann im November, wenn er 18 Jahre alt wird. Mal sehen, ob Reyna dann erstmal langfristig beim BVB unterschreibt. Und neben den beiden Akteuren von Borussia Dortmund steht auch noch ein weiterer Topspieler auf der Liste von Real. Und der könnte sich das womöglich auch sehr gut vorstellen. Die Rede ist von N'Golo Kanté, der noch bis Sommer 2021 beim FC Chelsea in der Premier League unter Vertrag steht. Aber der französische Mittelfeldspieler träumt wohl von einem Wechsel zu den Königlichen. Das berichtet zumindest die Marca. Der 29-Jährige soll mit Blues-Trainer Frank Lampard im Streit liegen, auch weil Kanté unmittelbar vor einer Länderspielreise angeblich nicht für eine Hochzeit eines Freundes vom Training freigestellt wurde. Naja, der Sechser kam jedenfalls 2016 von Leicester City an die Stamford Bridge und könnte dann, ja, wenn es alles klappen sollte, ab dem nächsten Sommer in Spanien unterwegs sein. Das sind dann schon interessante Möglichkeiten, die sich da ergeben bei Real Madrid. Und wir haben mal eine Art Zukunftself von Real uns überlegt, wie sich die Mannschaft entwickeln könnte. Ausgangspunkt die Elf vom letzten Spiel gegen Levante. Unter anderem haben da Kroos und Hazard gefehlt, die sind deshalb nicht mit dabei. Ältere Spieler wie Benzema, Modric, Casemiro und Ramos könnten ja in der Zukunft dann nicht mehr die ganz große Rolle spielen bei Real. Da wären dann Neuzugänge drin wie Camavinga vor der Abwehr und vorne die Varianten, die wir eben besprochen haben mit Kylian Mbappé von PSG und Erling Haaland von Borussia Dortmund. Auch Martin Ødegaard ist im Mittelfeld dann eine Alternative, um beispielsweise den Modric-Platz dann einzunehmen. Carvajal auf der Rechtsverteidigerposition, Rodrigo vorne rechts. Also das ist schon eine richtig interessante Mannschaft. Carvajal aktuell ja verletzt, aber könnte dann in Zukunft natürlich wieder eine Rolle spielen. Und ja, die Frage ist, was mit Sergio Ramos, dem Innenverteidiger, passiert und vor allem, wer dessen Nachfolger wird. Eder Militao wurde ja für viel Geld geholt, konnte sich aber bislang noch nicht wirklich durchsetzen. Er könnte aber schon der Nachfolger werden. Oder eben andere Talente aus der spanischen Liga wie Koundé, der wie Ramos vor Real bei Sevilla kickt. Oder ein Pau Torres vom FC Villarreal. Ja, und wenn wir uns diese Elf so angucken, dann zeigt sich aber auch, dass es für Gerüchte, über die wir eben gesprochen haben, wie für Reyna oder N'Golo Kanté, gar nicht so leicht werden könnte, in die Mannschaft hineinzukommen, weil dann mit einigen Neuzugängen ja die Konkurrenz auf gewissen Positionen eben auch gegeben ist. Aber ihr könnt uns natürlich auch eure Meinungen zu dieser Real-Elf und zur Zukunftsperspektive der Königlichen in die Kommentare schreiben. Und wir machen weiter mit einem Gerücht aus der Bundesliga und einem Spieler, der ja seinen Sommerwechsel
verpasst hat aufgrund der Kurzfristigkeit am Deadline Day, Milot Rashica. Aber das Thema Bayer Leverkusen ist nach wie vor heiß. Es könnte möglicherweise im Winter dann zu einem Transfer kommen, aber Rudi Völler hat ja gesagt, das ist erstmal nur als Laie denkbar. Fakt ist, dass Milot Rashica auch nach seinen Tagen, die er frei bekommen hat bei Werder Bremen, nach wie vor ja, Wechselgedanken hegt. Schauen wir ins Ausland zu Mario Balotelli. Da hat wohl die AS Saint-Étienne aus der französischen Ligue 1 beim 30-jährigen ehemaligen italienischen Nationalspieler angefragt. Bei Balotelli war ja der Vertrag bei Brescia Calcio in Italien ausgelaufen. Er gehört aktuell zu den wertvollsten vereinslosen Profis, aber sein Berater Mino Raiola hat gesagt, dass Balotelli aktuell keinen Kopf für Fußball habe. Manchester City hat Nicolas Tagliafico wieder ins Visier genommen. Das berichtet die Sun. Die Citizens flirteten bereits im Sommer mit dem argentinischen Linksverteidiger von Ajax. Seit Januar 2018 trägt der 28-Jährige das Trikot der Niederländer. Und Pep Guardiola und City wollen nun im Januar-Transferfenster angeblich einen neuen Versuch starten, den Defensivmann auf die Insel zu locken. Und das sind ein paar Daten zu Tagliafico. Ein enorm interessanter Spieler, 28 Jahre, wie gesagt, alt, 102 Spiele für Ajax hat er absolviert, 12 Tore beigesteuert und 15 Assists. Jules Koundé gehörte in der vergangenen Saison zu den Senkrechtstartern beim FC Sevilla. Der 21-jährige Innenverteidiger steigerte seinen Marktwert zuletzt auf einen Karrierehöchstwert von 40 Millionen Euro und spielte sich ja, auf den Zettel mehrerer Topclubs wie Man City zum Beispiel. Und wie der französische U21-Nationalspieler und auch dessen Berater jetzt bestätigten, gaben die Citizens im abgelaufenen Transferfenster wohl ein hochdotiertes Angebot ab. Aber Koundé steht bei seinem Verein noch bis 2024 unter Vertrag. Und der FC Barcelona soll offenbar bereit sein, den Preis für Ousmane Dembélé auf 50 Millionen Euro zu senken, was die Ablöse angeht. Das berichtet Sports Mole. Barcelona möchte angeblich die Lohnkosten einfach verringern. Der 23-jährige Franzose steht bei den Katalanen noch bis 2022 unter Vertrag. Und der Flügelspieler wechselte 2017 ja für etwa 130 Millionen Euro von Borussia Dortmund in die La Liga. Wir haben bei Transfermarkt in dieser Woche reichlich Marktwert-Updates für euch zu bieten. Wir haben diese Woche schon neue Marktwerte aus der Türkei präsentiert, auch aus der Premier League. Und heute kommt eben die französische Ligue 1 dazu. Das ist ein Komplett-Update, also viele, viele neue Marktwerte für euch. Können wir natürlich auch wie immer gerne in den Kommentaren drüber diskutieren. Wir fangen an mit den Spielern, die richtig positiv performt haben und einen Marktwert-Upgrade bekommen haben. So geht's für Marquinhos. Sehr stark nach oben im Marktwert, ist jetzt 70 Millionen Euro wert. Der Mann von PSG, ein Plus von 18 Millionen, schließt als einer der besten Innenverteidiger der Welt zu Jimenez und Varane auf. Hat seine Klasse im Champions League Turnier endgültig jedem gezeigt. Eduardo Camavinga ist einer der Stars von morgen, spielt immer noch in der Ligue 1 bei Stade Rennes. Er ist jetzt 50 Millionen Euro wert, das Top-Talent, das wohl jeder Club gerne hätte. Dazu mittlerweile auch A-Nationalspieler, direkt auch Torschütze und das mit 17 beim Weltmeister. Boubacar Camara mit einem Plus von 5 Millionen Euro auf nun 32 Millionen Euro. Das Kronjuwel von Olympique Marseille insgesamt gilt wie auch bei den anderen. Junge Spieler generieren auch trotz Corona noch hohe Einnahmen, wie die Transferphase gezeigt hat. Und davon hat die Ligue 1 mehr als alle anderen Top-Ligen. Jonathan David, auch er mit einem Plus, natürlich nach seinem Wechsel, der teuerste Abgang in Belgien ever und das trotz Corona. Nach unseren Infos lag die Ablöse bei 27 Millionen Euro plus 4 Millionen Euro definitiv bei einem Weiterverkauf. Sein Start war zwar nicht so gut bei Lille, aber ist ein ungewöhnlicher Spielertyp mit großem Potenzial. Rayan Cherki. Plus 7 Millionen auf jetzt 25 Millionen Euro, bekommt regelmäßige Einsätze und das mit erst 17 Jahren, hat großes Potenzial, kommt aus der Talentschmiede von Olympique Lyon. Er ist wohl eines der größten Talente in Frankreich aktuell. Jérémy Doku mit einem satten Plus, das liegt natürlich auch an seinem Wechsel in diesem Sommer. Hatte einen super Saisonstart in Belgien, ist ebenfalls bereits A-Nationalspieler. Ja, muss sich jetzt in einer größeren Liga beweisen. Und dann schauen wir noch auf Amin Guiri. Plus 8 Millionen Euro, ist jetzt 15 Millionen Euro wert. Starker Start bei Nizza für ihn.
Er darf endlich sein großes Potenzial regelmäßig zeigen, nachdem er vom Olympique-Coach Garcia meist ignoriert wurde, was kaum ein Beobachter nachvollziehen konnte. Also jetzt läuft er heiß, der Armin Guiri. Und zwei, drei Downgrades wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Da sind Minimum zwei richtig große Namen mit dabei, unter anderem Mauro Icardi, der Mann von Paris Saint-Germain, der im Marktwert verliert. Minus 5 Millionen Euro auf jetzt 55 Millionen. Er ist jetzt zwar dauerhaft ein Spieler der PSG, aber er hat nur ein Spiel im Finalturnier der Champions League gespielt und seine Ablöse von 50 Millionen Euro führte eben zu dieser Herabstufung jetzt. Colin Dagba, minus 4 auf 12 Millionen Euro. Trotz seines Potenzials ist er nur die zweite oder dritte Option auf der Rechtsverteidigerposition in der letzten Saison hinter Meunier und Kehrer. Jetzt ist Meunier gegangen, aber Florenzi ist gekommen und wird wahrscheinlich der reguläre Starter auf dieser Position sein. Und auch Dimitri Payet verliert im Marktwert von 10 Millionen, geht es runter auf 8,5. Er ist immer noch ein Schlüsselspieler bei OM, aber er hat mit seinen 33 Jahren wahrscheinlich seinen Zenit überschritten und könnte unter der Konkurrenz von Nemanja Radonjic und den jungen Mali Ake und Luis Enrique in dieser Saison etwas leiden, was die Spielzeit angeht. Wie immer schreibt uns eure Meinung zu den neuen Marktwerten aus der Ligue 1. Sind wir gespannt drauf. Und jetzt schauen wir noch auf einige weitere Transfers. Marco Terrazzino hat ja am Deadline Day seinen Vertrag beim SC Freiburg aufgelöst, um noch einen Wechsel machen zu können. Und der hat jetzt geklappt, nämlich in die zweite Liga zum SC Paderborn. Er bekommt dort einen Vertrag bis Saisonende. Der 29-jährige Außenstürmer, der im Probetraining bei den Ostwestfalen überzeugen konnte. Shinji Kagawa stand in diesem Sommer auf der Transferliste, wenn man so will, von Fortuna Düsseldorf. Die haben da noch nach einem offensiven Kreativspieler gesucht, aber der neue Vorstand Klaus Allofs hat sich in einem Bild-Interview geäußert, dass sich die Fortuna gegen ihn entschieden hat, auch weil er für die zweite Liga aktuell offenbar nicht der richtige Mann sei. Jonas Hector ist nach einem Bericht des Kicker aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten. Der Kapitän des ersten FC Köln soll bereits vor den Länderspielen im September Bundestrainer Joachim Löw über seinen Rücktrittsentschluss informiert haben. Sogar bereits im Juli habe der 30-Jährige dieses Vorhaben den Verantwortlichen seines Clubs auch mitgeteilt. Für die Nationalmannschaft bestritt Hector 43 Spiele, erzielte 3 Tore und machte 12 Vorlagen. Was in den vergangenen Tagen bereits vermutet wurde, ist nun offiziell. Der ehemalige Mainzer Trainer Sandro Schwarz ist neuer Coach von Dynamo Moskau. Wie der russische Club am Mittwoch offiziell bekannt gab, unterschrieb der 41-Jährige einen Vertrag bis 2022. Das Arbeitspapier in Mainz wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Und dann schauen wir auch noch nach England auf Alain Saint-Maximin von Newcastle United. Der hat nämlich seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Bei den Magpies, er ist ja einer der spektakulärsten Außenstürmer der Liga, wenn er denn fit ist. Sein neues Arbeitspapier läuft jetzt bis 2026 und der Trainer Steve Bruce hat von ihm geschwärmt, hat gesagt, er kann es richtig weit schaffen. Nathaniel Klein hat einen neuen Verein gefunden und das ist sein ehemaliger Jugendclub Crystal Palace. Dort hat Klein einen neuen Vertrag unterschrieben, 17 Monate nach seinem letzten Einsatz. Fiel ja richtig lange aus wegen eines Kreuzbandrisses, war zuletzt beim FC Liverpool aktiv. Also für ihn ist es die Rückkehr zu seinem alten Club, bei dem er auch sein Profidebüt feierte. Klein stand bereits zwischen 1999 und 2012 bei Crystal Palace auf dem Platz. Das Nichtantreten der SSC Neapel im Spitzenspiel der italienischen Serie A bei Meister Juventus Turin aufgrund von Corona-Fällen wird für die Süditaliener mit 0:3 gewertet. Ein Sportrichter lehnte am Mittwoch den Antrag von Napoli auf Verschiebung dieses Spiels ab und bestrafte das Team zudem mit dem Abzug eines weiteren Zählers. Auch hier freuen wir uns natürlich über eure Gedanken, was ihr zum Beispiel von diesem Urteil gegen die SSC Neapel haltet, kann man ja auch trefflich drüber diskutieren. Wir bleiben in Italien, da hat die Gazzetta dello Sport nämlich die Gehälter der Spieler in der Serie A veröffentlicht und wir haben eine kleine Statistik des Tages zusammengebaut. Wer sind die 5 Topverdiener dieser Liga in Italien? Auf der 5 Edin Dzeko von
der AS Rom. Nettogehalt 7,5 Millionen Euro, Vertrag bis 2022. Auf der 4 Christian Eriksen, der Däne, ebenfalls 7,5 Millionen Euro, also genauso viel wie Dzeko. Der Vertrag geht allerdings etwas länger, bis 2024. Auf der 3 Romelu Lukaku mit ähnlichen Daten wie Eriksen. Er spielt bei Inter Mailand. Auf der 2 Matthijs de Ligt, 8 Millionen Euro Nettogehalt, Vertrag bis 2024. Der Innenverteidiger von Juventus Turin. Und ganz vorne, na klar, Cristiano Ronaldo, der 35-Jährige, mit einem Nettogehalt von 31 Millionen Euro. Sein Vertrag läuft bis 2022. Damit verdient Cristiano Ronaldo alleine mehr als der gesamte Kader von zum Beispiel Florenz, FC Turin, Cagliari Calcio, Bologna oder auch Atalanta. Wahnsinn! Also, liebe Transfermarktfreunde, es gibt auch heute wieder viel zu diskutieren über die verschiedenen Gerüchte, zum Beispiel zu Real Madrid oder auch über neu zustande gekommene Transfers, über die Gehälter in der Serie A. Wir freuen uns auf eure Kommentare und freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Kanal weiter abonniert. Und ihr könnt weitere Videos von TMTV gucken, zum Beispiel hier das Marktwert-Quiz zum Deadline-Day. Wie viel haben Gnabry und Co. gekostet? Oder hier unten eine Playlist zu unseren Marktwert-Updates.